Ja, Staffel 2 erledigt, Nervensäge weg. Hey, ich bin frei, wir sind fertig. Das war's. Juhu, endlich wieder freie Freitage. Moon Cosmic Podcast, make up! Och nö. Hi, Smiley Cat. Haben uns ja auf Smiley der. Cat? Ja, da ist ein Smiley drin. Hi, Smiley. Ach so, okay. Also, sie haben nicht so, wie man das vielleicht kennt, so sachte an die vierte Wand geklopft, sondern sind eher so mit einer Lokomotive durchgefahren. Ja, genau. Also, als würden sie gerade irgendwie ein YouTube-Video drehen und wüssten, dass sie Zuschauer haben. Achtung, Dann, Achtung, aber die Venus ist viel heißer. Oh mein Gott, die Planetenwitze. Fangen wir bitte nicht damit an. Hey, du hast es mir doch quasi angeboten. Ja, okay. Und dann sehen wir das Hauptquartier der Deathbusters. Dam, dam, da. Und soll ich jetzt was dazu sagen, was ich finde, wie Ja, diese Eier sag. aussehen? Ja, sag. Also, wenn ihr mich fragt, in manchen Einstellungen sehen diese Eier aus wie Tampons. Und dadurch, dass sie sich ständig in roter Flüssigkeit bewegen, wird es nicht besser. Stimmt, jetzt wo du es sagst mit der roten Flüssigkeit. Naja, kaum dass sie den Baum berührt, wird er lebendig. Tam, tam, tam. Ja, Ray, weil bei Ray gibt es zu so viele Vögel. Makoto lebt allein. Und ich finde die beste ist Minako. Ich hab schon Artemis, der frisst für vier. Ja, stimmt. Ey, weil weißt du, was auch geil ist? Sie nimmt das letzte Puzzleteil und fragt: Gehört das hierher? Das letzte Puzzleteil. Da ist ein Riesenloch in dieser Mitte, wo genau dieses Puzzleteil reinkommt. Wo soll das hingehören? Ist das fucking letzte Teil. Ja. Und ich wollte übrigens gerade weggefetzt sagen, nicht, dass jemand was anderes denkt. Soll ich jetzt darauf eingehen, wo genau der dahin zielt? Ich weiß nicht, ich weiß es nicht mehr. Wo zielt er denn hin? Naja, man kann es nicht so genau sehen. So tendenziell Schoß, wenn nicht sogar eine Spur tiefer. Ja, und es wird noch viel krasser, denn jetzt Ja. schlägt der Dämon zurück und zerfetzt das unzerstörbare Cape. Dam, dam, dam. Und wir eine ikonische Zweckentfremdung von Zitrusfleuchten erleben. Seit der letzten Folge wurde das Podcast-Postfach, boah, sag das mal ganz schnell, das Pod das Podcast-Postfach Podcast-Postfach. Gott. wurde ein bisschen mit Fragen geflutet, die wir jetzt nach und nach abarbeiten werden. Ja, und dann kommt. Und Sehr ich mache gut. das jetzt nicht jedes Mal, weil das alle 5 Sekunden kommt. Denn. Es kommt mit Chiro rein und wir hören schon wieder. Und wir also auch wieder mit Blütenregen und so. Und mit diesen gezeichneten Bildern, also die so aussehen wie so ein Kunstgemälde, so mit Kreide gezeichnet, oder ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, ihr wisst es bestimmt. Komisch. Genau der gleiche Stil, den gab es in Staffel 1 einmal bei Venus. Und da hast Ja, du nicht gewusst, stimmt. was ich meine. Echt? Ach so. Ja. Ja. Ja, jetzt weiß ich schon. Ach ja, übrigens, ich möchte noch anmerken, glaubt mir, Haruka wäre es. Sowas von scheißegal, was für Pronomen ich benutze. Ja, der sieht strange aus. Aber ein Auto mit Brüsten. Natürlich hat er die, er hat doch einen Stern an einer wunderschönen Stelle. Aber nee, zuvor gibt's noch eine sehr ikonische Szene. Ja, der Zitronenabusus. Warum braucht Missy? Geiler Spitzname. Die heißt ab jetzt nur noch Missy bei mir. Ja. Ja, ich hatte ja schon Black Lady über Blackie genannt, dann ist Mistress Nine jetzt Missy. In der englischen Synchro hat sie gesagt: Ah, oh, mein erster Kuss, das war mit Brad, dem süßesten Typen von der ganzen Schule. Ah, warum? Also so richtig krampfhaft, hey, wir müssen mit Chihiro jetzt hetero machen. Also das ist so peinlich, ganz ehrlich. Man kann sich eigentlich einfach nur darüber totlachen. Ich Es weiß ist gar so nicht, ich find's auch geil, bescheuert. dass er ausgerechnet Brad heißt. Warum? Wegen Brad Pitt. Und ich möchte mal kurz darauf eingehen, wer da noch so alles mitmacht. Ja.
Also die Figuren, die die da aufgefahren haben, die hätten da halt auch Quasimodo und Ursula hinstellen können. Ja, ist doch so, die sind alle so minimalistisch und hässlich gezeichnet. Ich glaube, ich habe Sailor Cat gerade getötet. Es geht schon wieder. Ich hatte nur gerade Wasser im Mund. Haruka und Michiru kommen ja dann an. Und dann fällt, dann, also es kommt wieder keine Musik. Dann, dann, dann. Und dann fällt der Satz: Es sind zwei Frauen, aber die sehen aus wie ein Liebespaar. Ja! Und wir sehen einen Teilnehmer, der keinen Hinterkopf hat. Ja, der legendäre Zeichenfail. Also ich glaube, so einen Zeichenfail gab es auch noch nie in der gesamten Serie. Er hat so den Mund ganz weit aufgerissen, auch über die ganze Szene hinweg. Und jedes Mal, wenn er den Mund aufmacht, sieht man dahinter den Hintergrund. Also da ist kein Mundinnenraum, da ist einfach ein Loch. Ja. Es ist ein Zombie. Hallo Mad-Eye und hallo liebe Sailor Cat. Also, du bist lieb, ich nicht. Schön. Da sagt Usagi, Haruka, ist da ein Mädchen? Was soll dieser Schlafzimmerblick? Ui. Jo. Also sage ich auch gleich rein. So, dann haben wir diese etwas strange Szene mit dem Auto, die ich übrigens besonders auf Englisch interessant finde. Warum, was passiert da? We're cousins. Oh Gott. Ich gucke mir die Szene nochmal an. Ist wichtig, ist ganz wichtig. Also ich. Wenn das der Dämon war, der ich meine, dann reißt sie sich so das Ding auf, aber es ist am Bauch. Ich sehe es gerade, aber ich will nicht glauben, was ich sehe. Ich hoffe, ich sehe das falsch. Was denn? Was denn? Was denn? Es könnte auch die Brust sein. Da war Genau. es aber, da hat Taxidomas keine Angst vor Spritzen gehabt. Komisch. Ey, stimmt, da war es nur Chibiusa, ne? War Taxi, du machst da, da? Ich glaube Der schon. war definitiv da, ja. Ja, Da haben wir nämlich noch gut. gesagt, oh, der ist nicht krank? Komisch. Ja, stimmt. Boah, hier, voll der Storyfehler. Das ist, ich kann die Serie jetzt nicht mehr ernst nehmen. Ich meine, passiert ja sonst auch nie, dass im Anime irgendwelche Sachen sind, die nicht kohärent sind. Nein. Ja, ist halt echt ein bisschen so. Miau. Mir fiel nichts anderes ein. Kannst du das bitte nochmal machen? Miau. Oh mein Gott. Und außerdem hat er Scheinwerfer. Willst du vielleicht mal sagen, wo genau dieser Scheinwerfer ist? Dachte, der war in seinen Augen. Nein. Nicht? Wo Nein. dann? Jetzt habe ich Angst. Auf den Brüsten. Was? Beziehungsweise nur auf einer davon. Was? Und ich fasse diese Szene, die wir dann sehen, zusammen mit folgendem Satz: Tomoe liebt seine Eier. Ja, Tomoe ist jetzt nämlich so, oh, meine Dämoneneier sind so krass und ich habe da künstliches Leben erschaffen und du machst sie alle immer kaputt. Ich Also. glaube, die cheaten sich irgendwie Geld mit Senshi Powers. Anders kann ich mir das nicht erklären. Hä, wie mit Senshi Powers? Keine Ahnung, irgendwie kacken die Geld oder so. Ich weiß es auch nicht, wie das sonst gehen soll. Ach ja, Muss ich und. übrigens erwähnen, dass der Daimon Wollebälle als Brüste hat? Ja, Also, für Chibiusa wäre das jetzt wieder ein Grund gewesen, die Welt zu zerstören. klar. Ich meine, als das letzte Mal ihr Geburtstag um einen Tag verschoben wurde, da wurde sie zur Black Lady. Usagi ist so perplex, dass er nicht weiß, dass sie Geburtstag hat und pfeffert ihm eine. Perplex, die ist sauer. Ja, beides. Sie pfeffert ihm eine und sagt: Ich hasse dich! Und hier haben wir auch den Grund, warum wir in dieser Folge nichts von Chibiusa hören. Stimmt. Oh mein Gott, jetzt stelle ich mir Chibiusa vor, die gerade so Geburtstag feiert im 30. Jahrhundert und dann plötzlich so anfängt zu flimmern und denkt so, Scheiße, was ist So, los? oh nee, nicht schon wieder! Aber ich würde den Fail auch auf jeden Fall Kaori Knight geben, auch wenn sie es nicht gewusst hätte, hätte den Silberkristall. Du hattest den Scheiß-Silberkristall und schmeißt ihn weg! Metallia rotiert im Grab! Ist echt so. Und Voll dann, fies. ja, dann versucht sie es nochmal und dann, es geht! Geht!
Aber also, es macht nicht wirklich was. Es tut dem Daimon weh, aber ansonsten macht's halt nichts. Und dann schießt halt da diese Stange von Zuckerherzen so in den Hintern vom Dämon rein. Hey, die Kleine sieht ja genauso aus wie Mondgesicht. Ja. Ihre Antwort? Nein, das ist nur meine Cousine. Das ist echt eure Ausrede für alles, oder? Naja, und dann... kommt die schlimme Szene. Dann kommt die schlimme Szene. Ich möchte sie nicht beschreiben. Deswegen, du wolltest sie auch nicht so gerne beschreiben, oder? Also ich werde noch ein paar Sachen dazu sagen, aber wir werden euch die Szene jetzt erstmal einblenden. So, viel Spaß und danach könnt ihr euer Hirn im Klo runterspielen. Ja. Entschuldigung, kann es sein, dass du das hier verloren hast? Na klar, habe ich das verloren. Warum willst du das wissen? Was ist dir lieber, kleine Maus? Salat oder Gemüse? Komm zu mir heute Abend, wenn es dunkel wird, Schätzchen. Dann tun wir Milch in den Kaffee. Das ergibt leckeren Milchkaffee. Was hältst du davon? Oh mein Herz, du bist schwer verwundet. Aber du darfst nicht aufgeben, hörst du? Halte durch, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich werde dich heilen. Gleich bist du gesund. Du Schwachkopf. So. Also seid ihr noch da? Wir seid ihr hoffen noch schon. Intakt? Und es ist eine sehr, sehr weirde Szene. Ich finde da nicht wirklich Worte für. Der Typ ist... ich gebe ihm schon mal seinen Namen. Es ist einfach der Creep. Ja, übrigens weise ich gerne darauf hin, dass der sich wirklich komplett ausgezogen hat. Also, auch Unterhose, ne? Nämlich, irgendwann packt er sie doch so von hinten. Ja. Das sieht, auch wenn er eigentlich nichts macht, es sieht falsch aus. Es sieht so falsch aus. Es sieht auch falsch aus, wie sie da nachher hockt. Oh, einfach alles an dieser Szene ist falsch. Ja. Also ich verstehe sowas von, dass die auf dem Index gelandet ist. Nee, voller Logikfehler. Ich kann die Serie nicht mehr ernst nehmen. Ah ja, jetzt bin ich die Serie auch doof. Also bis hierhin war es ja mit den Logiklöchern noch alles gut, aber jetzt ist zu viel. Ja, also Zeitreisen, jetzt hier... Nee. Und die Moderatoren sind wie immer Sailor Cat und... Das Mad-Eye! Das klang creepy. Endlich mal. Yes, könnt ihr mich grüßen? Nein. Ey, aber ganz ehrlich, seien wir froh, dass sie auf den gefressenen Kuchen hin nicht die Welt zerstört hat. Ja, ja stimmt eigentlich. Sie hätte wieder zur Black Lady werden müssen. Ich hab euch gewarnt. Ich bring diesen Witz, wann immer ich Gelegenheit habe. Ja, der Daimon hat später eine Stelle bei Mario in Mario Kart bekommen und baut jetzt die Instrumentalpiste. Oh mein Gott, das wäre witzig. Also, natürlich geht das nicht, aber die Vorstellung ist witzig. Die Instrumentalpiste ist nämlich cool. Nein, ich sag jetzt nicht das, was ich immer zu der Strecke sage. Was denn? Ach so! Egal, dann sag ich es. Sie ist sehr xylophon. Okay, dann würde ich doch mal sagen, kommen wir gleich zur ersten Folge. Ja, okay, die erste Folge heißt... Behold, Arthur, this is the Holy Grail. Was war das? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die Folgen werden irgendwie speziell. Wahrscheinlich. Jedenfalls kommt dann halt dieses Licht und wir sollen denken, ist etwa Sailor Moon der Messias? Ich bin nicht der Messias! Ja. Und Chibiusa fällt auch direkt da so komplett rein. Ja, Chibiusa ist hingefallen. Vorsicht, sie will wieder die Welt zerstören. Oh, scheiße, schnell, Black Lady. Schnell, fangt sie ein, bevor es zu spät ist. Ja, und niemand hat ihr aufgeholfen. Usagi ist sogar, glaube ich, fast noch auf sie draufgesprungen. Was heißt fast? Sie ist auf sie draufgesprungen. Ja, stimmt. Genau. Also das wäre mal ein Grund gewesen. Ich bin hingefallen und Usagi ist auf mich draufgesprungen. Also wir können festhalten, Sailor Moon
hat ihrer auf dem Boden liegenden Tochter nicht aufgeholfen, sondern hat nochmal nachgetreten. Das lassen wir einfach mal so stehen. Und wie immer sind am Start Sailor Cat und... das Mad-Eye! Okay, wir nähern uns wirklich immer mehr Professor Tomoe an. Also langsam wird's wirklich creepy. Wir müssen das mal wieder ein bisschen reduzieren hier. Sonst fürchten sich die Zuschauer noch vor dir. Okay. No. Und wie immer bin ich die Sailor Cat und mit dabei ist... dass Mad-Eye dem verboten wurde, creepy zu klingen. Oh, armes Mad-Eye. Und der Klang ist wieder creepy. Sehen wir, dass die Tür zum Zimmer der Hexen jetzt mit einer 4 überklebt wurde. Ja, und ich frage mich, warum denn erst jetzt? Euer Ideal ist doch schon ein paar Folgen tot. Ja, aber wahrscheinlich... Die sind eine öffentliche Einrichtung irgendwie. Die sind ja so eine Art Schule, also da dauert das alles lange. Das wird sein, aber ja. Weißt du, da haben die, na, als Oldial tot war, haben die erstmal den Hausmeister angerufen und der hat gesagt, ja, ich komme da nächste Woche mal vorbei. Das wird's gewesen sein. So, danach haben wir einen Schwenk rüber zu den Innocenti. Ich hab noch was. Ich darf diesen Satz nie zu Ende sagen. Okay, bitte. Und Sailor Moon präsentiert eine völlig neue Attacke, also so total neu, nämlich Sternreif Flieg. Sternreif Flieg. Und die Moderatoren sind wie jedes Mal die Sailor Cat und... das Mad-Eye. Das wieder einen auf Tomoe macht. Diese Folge ist übrigens... es gibt da eine Szene mit, nachdem Hotaru ihre Kräfte einschaltet, eine Szene mit den Outers, die darüber sprechen, dass sie diese Kräfte halt bemerkt haben und die gucken alle, als wären sie bekifft. Okay, ist mir nicht aufgefallen. Also ich sage ja, in dieser Folge ist alles ein bisschen seltsam. Okay. Und die Moderatoren sind wie jedes Mal ganz überraschenderweise die Sailor Cat und... das Mad-Eye. Und da klang es wieder creepy. Das haben sich die Zuschauer übrigens gewünscht, dass du wieder creepy klicken darfst. Ich weiß. Man kann jetzt ein bisschen darüber streiten, aber ich würde sagen, und wir sollen es offenbar denken, Mimet ist tot. Ding-Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Ding-Dong, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Hallo liebe Moonies und herzlich willkommen zum Moon Cosmic Podcast, Folge 15, mit den beiden Episoden 122 und 123. Und wie immer sind die Moderatoren, Surprise, Sailor Cat und... und wie heißt du? Außer... das Mad-Eye. Okay. Ich kann nicht mal so creepy lachen, ey. Ja, also es Plot-Twist, es kommt bald ein Video von mir mit den besten Army-Szenen und das hier ist natürlich auch mit dabei. Du meintest Spoiler, oder? Ja, meinte ich. Egal. Ihr wisst, was ich meine. So, und dann gibt es eine gewaltige Egg-Explosion. Oh mein Gott. Ihr merkt schon, ich bin heute in Form. Ja, weil in diesem Labor da, ich weiß nicht, da sprengt's jetzt irgendwie sämtliche Dämoneneier und dann läuft da so eine komische rote oder pinke Flüssigkeit daraus. Nein, sag's ruhig, rote Flüssigkeit. Ich finde, bei dieser Szene ist es besonders schlimm. Ey, für mich sieht sie aber eigentlich mehr pink aus, also so magenta halt. Also wer jetzt nicht weiß, worüber wir reden, soll sich bitte die erste Folge des Podcasts nochmal anhören. Ja. Ich sag's nämlich jetzt nicht nochmal. Okay. Okay, das war der Moon Cosmic Podcast. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen und ihr seid nicht allzu traurig. Ja, okay, machen wir uns nichts vor, ihr seid traurig. Bleibt noch abschließend zu klären, wer ist der Messias? Mit ein bisschen Liebe für andere kann jeder von uns der Messias sein. Ich bin nicht der Messias! Ich sage, du bist es, Herr, und ich muss es wissen, denn ich bin schon einigen gefolgt! Skino Ikariwa. Eine Message.